Hard Effects zu PS4. Neuer Trailer zu GTA 5. Die Wii U als Speicherfresser. Skyrim Dragonborn endlich offiziell angekündigt. Und Mass Effect 4 wird frostig sowie ein mega geiles Gewinnspiel. Das alles noch viel mehr jetzt in der digitalen Spieleschau. Dem Wochenrückblick für Gamer. Hallo und willkommen hier aus unserem wunderschönen winterlichen Gaming Room aus der Consolmedia Redaktion in Wien. Hier neben mir sitzt der Hans-Peter Hansi Glock. Wo? Ah, hier. Mhm. Hallo. Das ist der Christoph Sepin. Hallo. Und wir haben geile News für euch. Mhm. Ich fange an, weil ich habe die erste, da geht es um die PS4. Da gibt es jetzt erste Gerüchte, Facts zur Hardware. Und zwar sollen die Spiele der ersten Generation so ausschauen, wie die Demos, die auf der letzten E3 gezeigt wurden, zum Beispiel zu Watch Dogs oder Star Wars 1313. Und es gibt noch viel mehr. Zum Beispiel soll die PS4 von 16 GB Flash-Speicher Gebrauch machen. Sie soll nicht abwärtskompatibel zu PS3-Spielen sein. Jede PS4 soll ausgeliefert werden mit einem Move-kompatiblen Controller. Spieleklassiker sollen via Cloud-Gaming zugänglich gemacht werden. Dieses Gaikai kennt man ja. Der Preis soll etwa zwischen 400 und 500 Euro sein. Sie soll das erste Mal auf der E3 2013 zu spielen bzw. gezeigt werden. Die Standardauflösung der PS4 soll bei 1080p und 60 Frames per Second liegen. Und die PS4 soll in Japan nicht PS4 heißen, weil nämlich die Zahl 4 dort Shi ausgesprochen wird. Und das heißt so viel wie Tod. Ist ein bisschen so wie die Zahl 13 bei uns. Mhm. Und das ist nicht so wirklich gut. Vermutlich heißt die PS4 dann gleich PS5 oder irgendwie ganz anders. Mhm. Muss man sich dann einmal anschauen. 5 heißt auch GTA 5. Ah, schön. Ja, das war eine versuchte Überleitung irgendwie. Aber egal, ihr wisst ja, um was es geht. Es geht um GTA 5. Wie eh mittlerweile jeder wissen sollte, ist ein neuer Trailer zu dem Spiel rausgekommen. Und das Internet dreht durch darüber. Darin sieht man die 3 Hauptcharaktere des Spiels, wie sie lustigen Spaß in Los Santos haben. Die Spielwelt selbst soll dabei größer als Red Dead Redemption, GTA 4 und GTA San Andreas zusammen sein. Also eigentlich riesengroß. Schießen und Sidequests und so weiter sollen komplett überarbeitet werden. Das Missionssystem soll dynamisch sein, wie in Red Dead Redemption oder wie man das schon aus den letzten Assassin's Creed-Teilen kennt. Das heißt, ein Spieler kann irgendwie eine Mission annehmen oder ignorieren und das passiert irgendwie im flüssigen Verlauf vom Spiel. Wenn man einen Charakter wechselt, dann wird in so einer Art Google Earth-mäßigen Modus herausgezoomt und man kann dann den nächsten Charakter aussuchen. Außerdem soll GTA 5 diesmal auch einen eigenen richtigen Soundtrack bekommen, also nicht nur Musik haben, die aus dem Radio rauskommt, wenn man Auto fährt, also so ähnlich wie bei Red Dead Redemption, bei diesen schönen Reitsequenzen, wo die wunderschöne Musik im Hintergrund gespielt wird. Also in die Richtung soll es auch gehen. Radio soll es aber trotzdem noch geben, aber das Ganze soll halt ein bisschen atmosphärischer und aufs Spiel angepasst werden und das finde ich geil. Ja, geil finde ich die Wii U und da gibt es gute Neuigkeiten und schlechte Neuigkeiten. Kommen wir mal zu den guten Neuigkeiten. Mhm. Und zwar die sind besser, nämlich. Die sind ein bisschen besser, ja. Als die schlechten. Als die schlechten, das ist meistens so, ja. Mhm. In Zukunft soll es möglich sein, es gibt ja die Virtual Console Spiele, auf der Wii kennt man sie schon, und in Zukunft wird es möglich sein, dass man diese auf der Wii U auch auf dem Gamepad spielt, also auf dem Screen des Gamepads. Der einzige Haken an der ganzen Sache, das gilt nur für die Virtual Console Spiele, die für die Wii U rauskommen. Das heißt, die Spiele, die man schon auf der Wii runtergeladen hat für die Wii, die kann man auf diesem Gamepad dann nicht spielen, weil die laufen im Wii-Modus nur über den Fernseher. Das war eine halb gute Nachricht eigentlich, fällt mir gerade auf. Aber es gibt noch schlechtere. Nämlich die Wii U ist ein kleiner Speicherfresser. Und zwar, wenn man die Konsole das erste Mal startet und alles installiert hat, was man installieren musste, sind ungefähr 5 GB weg. Das bedeutet, wenn man sich die 8 GB Flash-Variante kauft, hat man ein kleines Problem, hat nicht mehr ganz so viel Speicher über. Wenn man die 32 GB Variante kauft, dann ist das Ganze schon ein bisschen besser, hat man noch ein bisschen Platz für Spiele-Downloads und so weiter. Was man nicht haben wird, sind Achievements, die übergreifend auf dem System zu sehen sind, wie zum Beispiel die Trophies auf der PS3 oder die Erfolge auf der Xbox 360. Stattdessen steht es den Entwicklern frei, dass man wirklich pro Spiel eigene Achievements aufbaut, aber die kann man dann nicht vergleichen mit anderen Spielern. Außer die Entwickler bauen das irgendwie ein, das könnte schon möglich sein, aber sowas wie die Trophies oder die Erfolge auf der Xbox 360 könnt ihr komplett vergessen. Ja, so ist es mit der Wii U. Ob Bethesda für die dann irgendwann einmal auch Spiele entwickeln werden, das ist leider noch nicht bekannt. Zumindest einen neuen DLC zu Skyrim wird es aber geben, wie wir vor ein paar Wochen schon gerüchteweise erzählt haben. Und jetzt ist es fix. Dragonborn, jetzt ist es fix. Wir wissen alles früher. Mhm. Wie immer, die ersten Screenshots sind draußen und auch Infos. Und natürlich, wie vermutet, es bringt euch auf die Insel Solstheim.
die in Morrowind schon vorgekommen ist, in Elder Scrolls 3, was sehr cool ist. Schaut aber alles viel, viel geiler aus jetzt natürlich, weil warum soll man die alte Grafik da beibehalten? Neue Grafik. Ja, neue Grafik braucht das Land. Mhm. Und zwar die Frostbite Engine, die kennen wir ja aus Spielen wie Battlefield von Electronic Arts. Und die kommt jetzt auch bei Mass Effect 4 zum Zug. Wir haben ja letztens erst darüber gesprochen, dass Mass Effect 4 in neue Richtungen gehen soll. Mhm. Jetzt auch grafisch. Das heißt, es wird ein interessanter Versuch von Electronic Arts, mal schauen, weil wir kennen die Frostbite Engine hauptsächlich als Ego-Shooter. Mhm. Jetzt kommt sie dann im Rollenspiel vor. Das schürt natürlich Gerüchte, dass Mass Effect 4 anders werden könnte. Aber Electronic Arts sagt, nein, es wird doch anders, aber nicht ganz. Es bleibt doch seinen Wurzeln treu. Da freuen wir uns drüber und wir freuen uns so sehr, nämlich auch, weil wir diesmal unsere 15. Sendung haben, mhm, dass Jubiläum. Wir alle beiden Sachen zusammenmixen und ein geiles Gewinnspiel für euch geschnürt haben. Und zwar haben wir einen tollen Preis, den der Christoph jetzt von der holen wird und vorgezaubert. Nämlich eine Mass Effect Trilogy Box für die Xbox 360. Total die geil. Die wir an euch da draußen verlosen. Mein Alien darf nicht mitspielen, weil das ist kein Alien und Alien dürfen nicht da mitspielen. Das ist ein ziemlich kompliziertes Thema. Sag uns doch lieber, wie man gewinnen kann, bevor ich hier noch weiter schwafle. Auf Twitter oder auf Facebook, wie hier unten eingeblendet, wollen wir in einem Satz von euch wissen, was ihr am meisten wollt in Mass Effect 4, im vierten Teil der Saga, was ihr euch am meisten freut oder was ihr euch am ehesten wünscht drin. Ein kurzer, prägnanter Satz. Die beste oder lustigste Antwort gewinnt dieses geniale Spiel oder die drei Spiele. Ja, und wir haben sogar noch eingeschweißt gelassen, damit unsere Finger nicht drauf sind und es nicht kontaminiert von uns ist. Also es ist wirklich ganz ein klinisches Spiel. Wirklich schön. Ja, verlosen wir. Übrigens. Ja, die Frostbite Engine, ja, von der du erzählt hast, die wird auch in Dragon Age 3 oder Dragon Age 3 Inquisition, wie es mittlerweile heißt, angewendet werden. Das ist auch bestätigt. Und ein erster Pre-Production-Screenshot ist zum Spiel aufgetaucht. Da kann man noch nicht viel drüber sagen. Er ist grün-bunt und man sieht eine Statue. Ja, schaut ihn euch einmal an. Aber nicht so spannend. Was ich mir viel lieber anschaue, ist der Johannes Posch, weil der macht das Wetter immer so sexy. Deshalb einfach nichts hier anschauen. Danke Jungs und hallo und herzlich willkommen zum Community-Wetter. Diese Woche war vor allem durch drei Themen bestimmt. Das war zum einen Call of Duty Black Ops 2, Halo 4 und neue Konsolen. Beginnen wir dabei mit Call of Duty Black Ops. Natürlich sind die Verkaufszahlen wie immer beeindruckend, die allgemeine Reaktion bei uns im Forum war aber ziemlich durchwachsen. Da gab es zum einen Probleme mit den Multiplayer-Servern und auch sonst kann noch ein Call of Duty in dieser Konsolengeneration natürlich nicht unbedingt mehr sonderlich viele Leute vom Hocker hauen. Another Damn ID zum Beispiel schrieb, Singleplayer durch, gewohnte Kost, einzig die Gewaltspitzen wurden wieder in die Höhe geschraubt. Multiplayer läuft auf der Xbox 360, bei mir problemlos und macht Spaß. Auch bei Halo 4, das im Großen und Ganzen in unserer Community sehr gut weggekommen ist, war nicht alles Gold, was glänzt. Unser Moderator Knirium schrieb zum Beispiel, also mich nervt Halo 4 im Soloplayer mittlerweile gewaltig. Nicht nur, dass die Kontrollpunkte teilweise extremst unfair verteilt sind, mitunter spielt man mehrere Male die letzte Viertelstunde im Spiel nach, sondern man weiß auch nie, wann das Spiel einen Sammelpunkt speichert. Ziemlich daneben gegangen, wie ich finde. Dennoch kam das Spiel insgesamt, wie gesagt, ziemlich gut weg, womit sich in diesem Moment höchstwahrscheinlich wieder gerade eine Gruppe von unseren Konsolaten Noobs im Forum formiert, um sich auf ein kleines Halo 4 Multiplayer-Match zu treffen. Wenn ihr Bock habt, folgt doch einfach dieser Short-URL, die wir eingeblendet haben, und klingt euch ein. Das dritte große Thema, das diese Woche sich in den Köpfen unserer User festsetzen konnte, waren die neuen Konsolen. Allen voran natürlich die neuen Fakten, die zur PlayStation 4 aufgetaucht sind. Dabei stieß unserem User Gatar vor allem eine kleine Zeile ins Auge, die ihn beunruhigt hat. Hört sich doch an sich toll an, nur die Ingame-Werbung beunruhigt mich etwas. Und dass weiter auf Move gesetzt wird, dachte eigentlich, das ist extremst gefloppt. Hat er wohl recht. Oder auch nicht. Wie auch immer. Womit wir uns dann am Ende dieser Woche noch weiter intensiv beschäftigt haben, was für wunderbaren Sonnenschein gesorgt hat, war dieses nette Ding hier. Eine Wii U ist bei uns in der Redaktion eingetroffen und wir haben sie natürlich sogleich ausgepackt. Das passende Video findet ihr im selben Channel wie diese wunderbare Sendung, deren Teilbereich Wetter hiermit zu einem Ende kommt. Ich bedanke mich und gebe zurück ins Studio. Lieber Johannes, vielen Dank für das schöne Wetter. Wir freuen uns. Worüber wir uns auch freuen, das ist unser neues Wii U-Infoportal, das wir jetzt gestartet haben diese Tage. Findet ihr unter wiiu.konsol.at. Da gibt es alle News, alle Facts, sogar ein cooles Video von ihm, das sich mit der Wii U auseinandersetzt. Muss er sich unbedingt anschauen. Ja, und vergesst nicht, bei unserem Gewinnspiel mitzumachen. Wie gesagt, auf Twitter oder auf Facebook 140 Zeichen, was ihr sehen wollt in Mass Effect 4.
Und was auch noch wichtig ist, boah, ich rede halt so viel, gebt uns Feedback auf diese Show. Mhm. Wie geht das? Ich schalte dich jetzt einfach ab hier. Ja. Gebt uns Feedback auf MyConsole, auf Twitter, auf Facebook oder einfach im Console-Forum. Da freuen wir uns immer drüber. Bis dahin, bis nächste Woche. Ciao.